Das gibt es auch nicht alle Tage. Gepanzerte Limousinen schoben sich durch die engen Gassen des Bremer Schnurrviertels, begleitet von einem beachtlichen Polizeiaufgebot in Uniform und Zivil. Anlass: die jährliche Aufzeichnung des ZDF-Weihnachtskonzertes mit dem Bundespräsidenten. Diesmal in Bremen in der festlich geschmückten katholischen Kirche St. Johann. In dem engen Schiff der Propsteikirche stimmten sich die Musiker der Bremer Kammerphilharmonie schon mal ein. Und dann kam er endlich, Bundespräsident Horst Köhler, begleitet von seiner Frau. Ja, freuen wir uns alle, ja? Guten Abend, Herr Bundespräsident, guten Abend, Frau Köhler. Während des Konzerts liest der Bundespräsident traditionsgemäß die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Neben Bremer Prominenz waren ausschließlich Bürger als Gäste geladen, die sich in Bremen ehrenamtlich verdient gemacht haben. Nach dem Festkonzert waren alle zum ebenso festlichen Empfang in die obere Rathaushalle geladen. Gefreut hat mich diesmal besonders, dass ich wieder genießen konnte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Also ich finde, sie haben wunderbar gespielt und allein das, Herr Bürgermeister, ist immer wieder ein Anlass, nach Bremen zurückzukommen. Wir sind ja nun schon so oft in Bremen, aber ich habe das Gefühl, hier kann ich immer wiederkommen. Ein Lob, das bei den Musikern wie Butter runterging. Das Orchester war sehr gut drauf. Die spielen ja ohne Dirigent in dieser Sendung und das ist nicht so ganz einfach. Und dann zittert man immer ein bisschen mit als Mitverantwortlicher, aber das Zittern hat sich gelohnt. Die haben das toll gemacht. Weihnachtliche Stimmung im und um das Rathaus. Ein wunderschönen Rahmen für die Ehrung der vielen Ehrenamtlichen. Ich habe auch gehört, dass heute Abend die Initiatoren des Projektes ein Zuhause für Kinder, also das Kinder- und Jugendzentrum hier in Bremen, Herr Pfarrer Bublitz und Pfarrer Schröder, heute unter uns sind. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Sind die da, die Pastoren? Ich möchte auch Ihnen danken. Ich habe von meiner Frau sagen lassen, es ist ein tolles Projekt. Und wenn mir meine Frau sowas sagt, dann hat sie immer im Kopf, ich soll es auch weiter sagen. Das tue ich jetzt. Eine tolle Anerkennung für ein Sozialprojekt in einem Stadtteil, wo viele wohnen, die es im Leben nicht leicht haben. Ein Projekt, bei dem wir von Center TV übrigens Medienpartner sind. Das werden wir weitergeben. Wir haben bald eine große Weihnachtsfeier bei uns und da werden alle 60, 70 Ehrenamtlichen zusammen sein. Wir werden es Ihnen sagen, wir werden es auch der Gemeinde sagen. Die hat ja fast 1 Million Euro für dieses Projekt gespendet. Und wir werden ihr sagen, das ist nicht nur etwas, was hier in Huchting bemerkt wird und den Menschen gut tut, sondern das wird auch über Huchting und Bremen hinaus sogar vom Bundespräsidenten, muss man ja nun sagen, zur Kenntnis genommen und geschätzt. Ich freue mich so, dass ich Sie kennenlernen darf und dass ich in Ihrer Sendung was lesen darf. Ehrlich gesagt, ich auch. Ich fand es sehr anrührend. Also es hat mich auch fast ein bisschen aus der Kurve getragen, weil ich fand die Atmosphäre wunderschön. Die Kirche ist toll und die Atmosphäre und die Musik, das war einfach großartig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein Weihnachtsgottesdienst in der Kirche, schon gut 2 Wochen vor dem Heiligen Abend. Ist das nicht merkwürdig für einen Mann der Kirche? Ja, das ist komisch. Aber ich gehe davon aus, dass am Heiligabend einfach viele Menschen, die vielleicht nicht mehr zur Kirche gehen können, die aber auch vielleicht auch nur so einen Rest von Ahnung noch haben, dass das einfach mit dieser Weihnachtsgeschichte und der Botschaft zusammenhängt, diese Sendung sehen und sich dann daran erfreuen können und eben einerseits die Weihnachtsgeschichte hören, aber eben die Musik auch. Der Bundespräsident nahm sich sehr viel Zeit für Gespräche mit Bremer Bürgern, bevor er erst spät wieder nach Berlin aufbrach. Versuchen Sie, diese Adventszeit zu nutzen, an sich mehr Zeit zu geben, Ihren Nachbarn, Ihren Familien. Und wenn wir das schaffen, wird auch diese Gesellschaft positiv sich weiterentwickeln. Herzlichen Dank, eine schöne Weihnachtszeit. Ein fast schon pastorales Wort zur Weihnacht. Wer das wunderbare Festkonzert in Gänze sehen will, am 24.12. um 17 Uhr im ZDF.